Bodelwitz bei Pößneck. 570 Einwohner. In der Gaststätte zum Grünen Baum bereitet sich Tamara Lippold auf den großen Ansturm vor. Es ist Ostersonntag, 8 Uhr. In der Küche trifft ihr Mann Marcel letzte Vorbereitungen. Kann ich jetzt einen Kloßbrei machen oder was denkst du? Ja, und kurz nach 9 will ich anfangen mit dem ersten Klößen. Seine Mutter Heidrun unterstützt ihn. Bis 11 Uhr will sie alle Klöße vorbereitet haben. Dann beginnt das Mittagsgeschäft. Ja. Das ist Hochleistungssport. Heidrun Lippold ist 70 und Profi. Sie arbeitet seit 1978 im Betrieb. Ich mache es für die Familie. Ich würde aber auch gerne etwas, ich will arbeiten. Ich will auch weiter mithelfen in der Küche, aber ich würde gerne ein bisschen mich zurückziehen und nicht mehr. Aber es ist definitiv einer zu finden, der diesen Job macht. Während überall Kneipen schließen, läuft es hier gut. Ihr Problem? Personalmangel. Oh, wir haben schon ganz viel gemacht. Wir haben viele Anzeigen geschalten, Mundpropaganda. Freunde von uns wissen auch alle Bescheid, die das auch immer wieder weiter sagen. Aber es hat einfach noch nie gepasst. Deshalb muss die Familie ran. In Person von Sohn Fabian und Tochter Mia Jill. Sie will den Laden später übernehmen. Das ist schon ein Traum von mir eigentlich, ja. Warum? Naja, es ist so Familientradition. Also ich glaube, ich werde jetzt die 11. oder 12. Generation, die das jetzt von Lippolds macht. Und es wäre einfach schön, das weiterzuführen. Der Ostersonntag ist einer der umsatzstärksten Tage des Jahres. Der große Gastraum wird sich füllen. Er ist komplett reserviert. Dadurch, dass viele Mitbewerber die Flinte ins Korn geschmissen haben oder das Handtuch geworfen haben, ist es wirklich so, dass man sagt, okay, die Gäste haben sich teilweise auch umorientiert und wir haben einen Zuwachs. Die Servicekräfte machen sich bereit. 10.30 Uhr. Heidrun Lippold will gleich die Klöße kochen. Es wird stressig. Nervöser, aber sag mal so, wir sind immer noch im Zeitplan. Es ist alles noch im grünen Bereich. Noch mehr. Wir lassen uns dann mal komplett überraschen, wenn die Gäste da sind. 11 Uhr. Die ersten Gäste kommen. So, und hier ist euer Plätzchen. Wie der Ostersonntag für Familie Lippold weitergeht, dazu gleich mehr. Jahnsdorf im Erzgebirge, 2600 Einwohner. René und Mandy Kolditz haben ihre Gaststätte Ende letzten Jahres geschlossen. Den Schlüssel? Gucken wir mal, ja, hab ich. Manchmal kommen sie her, um nach dem Rechten zu sehen. Ihre Gaststätte war fast 120 Jahre im Familienbesitz. Angefangen haben die Urgroßeltern von René Kolditz. Er ist hier aufgewachsen. Für uns war es der Mittelpunkt, weil wir die meiste Zeit ja hier zusammen waren. Das war schon oft so, dass gerade am Wochenende bei uns ohne Reservierung gar nichts ging. Mit Corona begannen die Probleme. Es kamen immer weniger Leute. Das Ehepaar nahm Kredite auf, insgesamt 50.000 Euro. Nach der Pandemie kamen die Gäste nicht zurück. Und die Energiepreise stiegen. Ich hätte extreme Existenzängste, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mir tut es auch jetzt noch weh, wenn ich hier bin. Es ist schwer, hier loszulassen. Aber wir haben den Entschluss gefasst und möchten eigentlich, dass es eigentlich sehr schnell hinter uns gebracht wird. Denn immer wieder hier reinzugehen und zu gucken, und ist schwer. So wie den beiden erging es vielen Gastwirten. 2019 gab es in Mitteldeutschland 14.400 Kneipen. Zwei Jahre später waren es nur noch 11.900. Knapp jede fünfte ist verschwunden. Überdurchschnittlich viele davon im ländlichen Raum. Steffen Luprian ist Bürgermeister von Holz-Susra in Nordthüringen. Er zeigt uns die Folgen. Er nimmt uns mit auf eine Tour durch die umliegenden Dörfer. In fast jedem Ort gab es einst eine Kneipe. Die Erzählungen berichten davon, dass es Dienstag der Kneipenabend war, warum auch immer. Und wenn man Dienstag nicht zu einer bestimmten Zeit in der Gaststätte war, bekam man keinen Platz mehr. In Rocken-Susra war die Gaststätte Alt-Thüringen einst der Mittelpunkt des Dorfes.
Vor 4 Jahren musste sie schließen. Der Wirt habe keinen Nachfolger gefunden, erzählt er. Das ist leider und für den Ort natürlich ein großer Verlust, weil ein sozialer Raum verloren geht, wo man sich treffen kann, wo man ja, Dinge miteinander besprechen kann, wo man Neuigkeiten erfährt. Im nächsten Ort sieht man dem Gebäude kaum noch an, was es einst war. Ich war früher auch in eine normale Dorfgaststätte drin, zum Schluss dann mit italienischer Küche. Musste vor 15 Jahren leider auch aus wirtschaftlichen Gründen schließen, es gab keine Nachverpachtung. Heute wird es als Wohn- und Lagerhaus genutzt. Überall stehen verwaiste Kneipen. Es zeigt sich beispielhaft, wie dramatisch die Entwicklung auf dem Land ist. Im Kyffhäuserkreis gab es 2010 noch 162 Gastwirtschaften. 2022 waren noch 102 übrig. Ein ganzes Drittel der Landgasthöfe ist dicht. Ein tiefer Einschnitt für das Leben auf den Dörfern. Holz Susra liegt im Kyffhäuserkreis. 270 Einwohner. Die hiesige Kneipe zum Urtal ist die letzte im Umkreis. Auch sie wurde wegen Corona geschlossen. Alexander Stefani hat sie gerettet. Mit einer ungewöhnlichen Idee. An diesem Abend hat er Barschicht. Er kennt die Gaststätte seit seiner Kindheit. Wir wollten auf keinen Fall, dass das hier wie in anderen Dörfern so eine Art Gemeinschaftshaus wird, wo sich jeder Verein einmieten kann und am Ende die Leute nur noch unter sich glucken, sondern wir wollten eigentlich, dass das eine normale Gaststätte wird, wo jeder hingehen kann, der Bock hat. So, Jungs, dann lass euch mal schmecken. Steffen, du? Ginger, ey. 40 Dorfbewohner schlossen sich seiner Idee an. Gemeinsam gründeten sie vor 3 Jahren den Verein. Um die Gaststube zu sanieren, zahlte jedes Mitglied 200 Euro in die Vereinskasse. Seitdem öffnen sie ihre Kneipe jeden Freitag. Alle Mitglieder packen mit an. Jeder leistet mindestens 10 ehrenamtliche Stunden im Jahr. Es ist schon relativ schwierig, die Schichten einzuteilen und die Leute, die für uns arbeiten oder mit uns arbeiten, in die Schichten reinzukriegen. Heute hat zum Beispiel nicht geklappt, dass ich heute hier mal stehen musste, die ersten 3 Stunden. Fast alle Gäste gehören zum Verein. Prinzipiell erfüllt mich das schon mit Stolz, was der Verein hier geschaffen hat. Das ist so ein zentraler Punkt, wo man nach einer Woche Arbeit sich trifft, sich gegenseitig, sag ich mal, geistig befruchtet. Es ist hier eine Gemeinschaft, wo ich sage, hier fühle ich mich wohl. Der 71-jährige Eberhard Neuse steht jeden Freitag in der Küche. Das ist meine Lebensfreude, ist das. Speisen zuzubereiten und wenn es anderen schmeckt, da freue ich mich. Sein strammer Max findet reißenden Absatz. Er ist zufrieden. Langsam kommt Stimmung auf. Danke. Nicht lang schnacken. Koppennacken. Nastroja. Alexander Stefani steckt fast seine gesamte Freizeit in die Vereinsarbeit. Nicht immer fällt ihm das leicht. Irgendwer muss es machen. Und wenn es keiner macht, gibt es das nicht mehr. Es gibt ganz, ganz viele Leute hier im Verein, die hier mitziehen und die das Ding am Leben halten. Alexander Stefanis Ablöse ist da. Nach Hause geht er trotzdem nicht. So, ich habe Feierabend, Gott sei Dank. Prost. Zurück in Bodewitz in Ostthüringen. Das Ostergeschäft läuft auf Hochtouren. Stress für Familie Lippold. Einmal Hirsch, einmal Muffel. Gut. Es gibt Schnitzel mit Spargel und verschiedene Wildgerichte. 216 Hauptgerichte verlassen an diesem Tag die Küche. Wenig später ist das Mittagsgeschäft zu Ende. Ihr möchtet bezahlen, alles zusammen? War alles soweit in Ordnung bei euch? Sehr schön. Wie viele Gastwirte haben auch die Lippolds die Preise erhöht. Die Gäste kommen trotzdem.
Dankeschön. Schöne Osterfeier. Danke euch. Bis auf bald. Tschüssi. Wir kennen die Gaststätte seit Jahren und wir kommen ja gerne her und da gucken wir auch nicht auf einen Euro mehr oder weniger. Nee, früher sind wir so vor 40, 50 Euro essen gegangen, jetzt zahlt sie 60, 70 bei Dreimann. Es ist schon angezogen. Um 15 Uhr verlassen die letzten Leute die Gaststätte. Zeit zum Durchatmen. Alles hat reibungslos geklappt. Auf die Kasse geguckt, das haut hin. Der Umsatz hat gepasst. Auch von der Zeit, wir haben da immer so einen kleinen Zeitplan, den haben wir echt schön eingehalten. Der Ostersonntag war ein Erfolg für ihr Restaurant. Sie sind optimistisch, dass sie bestehen können, vorausgesetzt, sie finden endlich Personal.